Moin, moin, euer Kleber hier. Heute wollen wir uns zusammen den Erfolg Privatvorrat beim Konstrukteur mal genauer an. Diesen machen zu können, müssen wir, bevor der Bosskampf startet, uns in seinem Vorraum einen kleinen Buff holen, beziehungsweise drei Buffs. Jeder Spieler schnappt sich ein, beziehungsweise drei Spieler schnappen sich ein. Oh meine Güte, heute ist aber der Wurm drin. So, ich habe mal eine kleine Karte eingeblendet, wo man die Position von den Buffs und auch von den späteren Portalen im Normalfall sieht. Sobald der Bosskampf dann beginnt, geht das Ganze hier normal vonstatten. Der erste Dimensionsriss kann normal gespielt oder abgelegt werden. Der zweite Dimensionsriss sollte man allerdings für den Erfolg verwenden. In jeder Phase kommen jetzt eine Kugel und ein Portal bzw. eine Fläche, wie man es jetzt hier gerade sieht. Die Spieler, wo jetzt die Dimensionsrisse bekommen, müssen sich dann eine Kugel schnappen. Der andere muss sich in die Fläche reinstellen. Sobald dann unter den Spielern Portale entstehen, da wird die Kugel dann in die Fläche reingeportet. Somit haben wir jetzt, was wir gerade eben gesehen haben, den ersten Erfolg von dem Dreier-Erfolg absolviert. So, jetzt müssen wir nur noch den Boss in die nächste Phase bekommen. Sobald das passiert ist und wir die nächste Kugel sehen, werde ich das ganze Video auch wieder verlangsamen, dass man sich das Ganze nochmal angucken kann, wie das abläuft. Wie man es jetzt hier sieht, kommt der erste Dimensionsriss. Der wird einfach mal lustig irgendwo hingelegt. Der zweite Dimensionsriss ist allerdings wieder für uns interessant, für den Erfolg. Der müsste jetzt auch gleich wieder kommen. Hier schnappt sich jetzt dann gleich wieder ein Mili die Kugel. Wie man jetzt hier sehen kann, ist unser Schurke schon unterwegs. Er schnappt sich die Kugel, ist gestunt, der Caster steht schon in der Fläche drin, das Portal entsteht unter ihnen und wir haben die Kugel passend ab. Hierbei ist vor allem wichtig, dass es wirklich immer Spieler sind, wo die Portalrisse haben, wo die Kugel anklicken, weil sonst ist man die restliche Zeit des Kampfes gestunt und wir müssen mal ablegen, damit wir das Ganze von vorne machen. So, jetzt wird es allerdings interessant, da wir in der dritten Phase uns befinden. Und hier das Ganze doch etwas komplizierter gleich wird. Das erste Dimensionsriss kann man natürlich noch nehmen, um die Mechanik von dem Vernichten ordentlich zu spielen. Den zweiten Dimensionsriss benötigen wir aber allerdings für den Erfolg. Deswegen ist es hier relativ wichtig, dass man eine Fähigkeit hat, wo man gegenlaufen kann, entweder über Hexerportale, über einen Druiden oder auch die eigenen Fähigkeiten. Wir werden das jetzt hier gleich schön sehen, wie man es normalerweise nicht machen sollte. Wir haben hier nämlich etwas geschlafen. Wie man es jetzt hier schön sehen kann, läuft der Spieler mit der Fläche zu der Kugel, sammelt diese ein, wird gestunt. Die Kugel ist natürlich nicht mittig. Wir hauen HT raus, konzentrieren uns auf den Boss und achten nicht aufs Vernichten. Hat es natürlich gleich ein böses Erwachen. Wir werden jetzt dadurch, dass wir nicht am Rand standen, wie wir es normalerweise sollten, in die Mitte reingezogen und es werden relativ viele Spieler sterben. Das sollte man natürlich so nicht machen. Aber ich denke mal, das ist ein gutes Beispiel, wie es nicht funktioniert. Ich hoffe, ihr macht das besser. Ich hoffe, ich konnte euch hierbei etwas weiterhelfen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und noch einen schönen Abend.